Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Auch heute haben wir wieder eine Winter-Wildcards-Aufgabe und die möchten wir natürlich lösen, um unser nächstes Winter-Wildcards-Bonustoken abzuholen. Außerdem bekommen wir ein Pack im Wert von ca. 15.000 Coins. Ich bin mir nicht genau sicher, ob es wirklich so viel Wert hat. Dennoch, ja, machen wir es, denn wir wollen den Token haben für die Belohnung ab dem 26.12. Dann erscheinen ganz, ganz viele SBCs und dann können wir die Tokens dafür verwenden, diese SBCs zu lösen. Das sind die Belohnungen, seltenes Goldspieler-Pack in klein, das machen wir natürlich gleich im Anschluss auch mit auf. Dann würde ich sagen, starten wir rein in die SBC und das sind die Bedingungen. Spieler aus derselben Liga, Max 4, Spieler aus einem Verein, mindestens 2 Gold, mindestens 2 Spieler, seltene mindestens 4 Spieler, Teamgesamtbewertung 70, Team Chemie 85. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen, wenn ihr möchtet. Aber dieses Team soll als Inspiration dienen, könnt ihr es aber trotzdem 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Wir gehen erstmal durch. Falls ihr noch ein paar Spanier im Verein habt, kauft erstmal jetzt noch nicht nach. Im Anschluss zeige ich euch, wie ihr es vielleicht noch etwas günstiger machen könnt. Okay, für diejenigen, die aber gar nichts im Verein haben, ist das vermutlich auch die beste Lösung. Denn Bronze- und Silberspieler sind nun mal seltener als Goldspieler. Und deswegen gebe ich euch gerne immer eine Goldspielerlösung und ich würde sagen, wir legen endlich los. Let's go. Und damit haben wir die SBC gelöst. Es war auch nicht wirklich teuer. Ich denke mal so 6.000, 7.000 Coins in dieser Goldspielerlösung. Klar, die EVs sind dann ein bisschen teurer. Da kann man aber auch gerne ZDMs benutzen. Das sollte von der Chemie auch noch machbar sein. Vielleicht, und das ist der Trick, guckt ihr einfach mal bei euch im Verein. Vielleicht habt ihr noch ein paar Spanier. Also das dient auch nur als Beispiel. Natürlich könnt ihr das auch mit Franzosen machen und so weiter und so fort. Hier haben wir schon mal ein paar. Am besten noch so verschiedene Ligen. Ja, die spanische zweite Liga, die wäre auch noch in Ordnung. Natürlich sollten wir auch ein bisschen auf die Bewertung achten. Da haben wir eine von, ich glaube, das müsste 70 gewesen sein. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal so ein bisschen, was wir im Verein haben. MLS brauchen wir nicht. Und was haben wir hier noch? Spanische zweite, okay. Und da fangen die Goldspielerlösungen an. Da brauchen wir erstmal nicht gucken. Vielleicht können wir aber noch hier noch ein paar Bronzespieler verwenden. Ja, deutsche dritte Liga. Das geht doch. Dann würde ich sagen, da tauschen wir noch ein paar aus. Das müsste ja gehen. MLS. Und dann würde ich sagen, hier nehmen wir ihn hier. Ja, das funktioniert. Könnten wir auch so nehmen. Und so. Aber das, der eine war Untrade. Deswegen nehme ich den lieber. Und auch hier können wir nochmal ein paar IVs auswechseln, vielleicht noch ein LV, ein RM, genau, das passt dann eigentlich ganz gut und vielleicht ihn hier noch, okay, das passt dann wieder nicht, deswegen nehmen wir Paco Alcázar, vielleicht können wir ja noch den hier verwenden dafür. So, so wird es auch bei mir passen. Das müsst ihr aber für euch dann immer sehen, was ihr so im Verein habt. Klar, die Spieler können noch ein bisschen was an Wert haben, die sind natürlich tauschbar, aber die sind halt sehr, sehr selten. Wenn ihr guckt, das sind nur 3 Spieler auf dem Markt und der günstigste kostet 750. Da kann ich euch keine Lösung geben. Aber guckt mal im Verein, was ihr habt. Dann kommt ihr auf jeden Fall nochmal günstiger mit bei weg. Okay, dann würde ich sagen, das hat sich für uns gelohnt. Allein schon, weil wir jetzt hier wieder ein Pack rausbekommen. Ein bisschen spekulieren auf irgendwas Gutes wäre ganz nice. Hier ist unser Bonus-Token. Der Wright. Ja, nehmen wir mit. 80 Tempo. So, und dann würde ich sagen, machen wir das Pack noch auf und dann sind wir erstmal durch. Ja, die nächsten Winter-Wildcards-Aufgaben, die kann ich euch leider nicht präsentieren. Ja, ich bin selber im Weihnachtsurlaub. Der PC, der bleibt erstmal fern.
für einige Tage, aber keine Sorge, ich komme wieder und wir lösen dann gemeinsam wieder die nächsten SBCs. Und ich würde sagen, schauen wir uns das ganze Pack hier mal an. Vielleicht wird es ja was. Es wird sogar ein Walkout. Oh komm, gib mir bitte nicht Parejo. Nein, das ist aber Rotri. Ja, 86 nehmen wir doch gerne mit. Hat sich auf jeden Fall rentiert. Embara kommt auch nochmal wieder zurück. Leider sind es... Obwohl, Embara haben wir gar nicht gerade verwendet. Den haben wir ausgetauscht. Aber kein Problem. Wir haben ja... Können hier ein paar austauschen. Genau, die Spieler. Ja, Taliska kommt jetzt weg. Ist ja ohnehin mein SBC-Account. Mache ich natürlich noch alles auf dem Main-Account auch. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich wünsche euch, falls man sich nicht mehr hört, falls ihr das nächste Video, und es kommt noch ein Spieler-SBC, nicht sehen werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir sehen uns und bis dahin in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace.